Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um dieses Kartenspiel. Das ist ein Alice im Wunderland Kartenspiel. Das habe ich mir bei Amazon irgendwann mal gekauft, weil ich ein Alice-Album machen möchte. Und mit diesen Karten gibt es ein ganz ein kleines Problem. Und zwar sind die so glänzend. Ich mag das nicht. Seht ihr, glaube ich, aber ganz gut. Und das mag ich nicht ganz so gerne. Den Joker finde ich jetzt gerade auch nicht so cool. Wobei, naja, aber ich möchte diese Karten natürlich gerne nutzen. Und gerade, ja, guck mal, den Joker finde ich zum Beispiel cool, wo die ganzen Bildchen raus sind. So ein paar Herzkarten werden wir auch nehmen. Das heißt, dieses Kartenspiel werden wir auf jeden Fall vollständig auseinandernehmen. Das ist ja klar. Aber ansonsten finde ich sie halt wunderschön. Die Rückseite sieht halt so aus. Alice in Wonderland steht hinten drauf. Und finde ich auch verdammt klasse. Nur wie gesagt, dass sie so glänzen, das finde ich nicht schön. Und das möchte ich gerne ändern. Und dafür habe ich zwei Möglichkeiten. Aber erstmal nehme ich mir eine Unterlage. In dem Fall eine Silikonunterlage. Gibt es bei Action, Amazon überall zu kaufen. Ich habe ja vor ein paar Tagen Papier gefärbt mit Tee und wenn ich das mache, mache ich das meistens auch gleichzeitig mit so einem Haufen Teebeutel. Die bekommt man, ich weiß nicht, bei Kaufland oder auch vielleicht bei Amazon. Ich gucke, ich verlinke es euch dann unten, wenn ich die finden sollte. Und dann gibt es die in so einem 100er-Pack und ich schmeiße die dann immer in den Rest von dem Sud rein und dann lasse ich die auch trocknen natürlich. Und die kann man halt wunderbar nutzen. Man kann natürlich auch, wenn man sehr viel Tee trinkt, die Teebeutel dann sammeln und auseinanderfriemeln. Ich muss aber sagen, ich habe das auch gemacht mal, aber ich trinke nicht so viel Tee. Zum einen und zum anderen ist mir die Sauerei zu viel. Also diese ganzen Krümelchen dann, das war mir, nee, das war mir nicht lieb. Also habe ich das jetzt so gemacht. Das ist eine Möglichkeit, mit der wir das jetzt machen. Und zwar, es ist so, dass das dann so einen Vintage-Look auch bekommt. Hier ist es jetzt aber auch so, das sind gleich zwei, hier ist so eine Kante drin. Das kann man aber wunderbar entweder so aufreißen, wenn es gut klappt. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, und dann haben wir hier unten nochmal so eine kleine Kante. Ist alles gut. Wir nehmen uns mal den Joker hier, der jetzt nicht so cool ist, und legen das mal drüber. Und das passt halt wunderbar aktuell. Wir nehmen den dafür einmal. Aber wir können auch gleich nehmen, was ich haben möchte. Eigentlich will ich das ja gar nicht haben, ne? Aber irgendwie sieht das dann doch wieder cool aus, gerade wegen der Grinsekatze. Wir können dann da später was drüber machen. Das müssen wir uns dann genauer angucken. Jetzt habe ich keinen Pinsel hier. Ohne geht das nicht. Und zwar einen Silikonpinsel brauchen wir. Man muss nicht den nehmen. Wo ist denn mein anderer? Den habe ich hier. Oder den, je nachdem, was man da hat. Und ich nutze jetzt das hier. Das ist weiß, also weiße Klebe, Weißleim, wie auch immer. Früher hieß das mal Bastelkleber bei denen. Aber von der Marke, da funktioniert das für mich immer am besten. Und da habe ich mir hier schon ein bisschen was reingemacht. Und das mische ich dann immer mit Wasser. Das ist dasselbe Prinzip eigentlich wie bei den Servietten, wie ich das immer mache. Und das sollte relativ flüssig sein dann am Ende. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Ihr könnt das auch so machen, dass ihr euch das hier vorher zurechtreißt und alles. Das geht natürlich auch. Ich lege mir das mal direkt hier hin, dass wir ein paar mehr hier auf diese Matte drauf bekommen. Weil das wird da ja gleich drauf kleben. Und am Ende, sprich wenn das dann getrocknet ist, werde ich das erst alles runternehmen. So, den brauche ich jetzt erst einmal nicht. So, bei dem Pinsel ist es halt einfach praktischer. Wo lege ich dich jetzt eben hin? Da. Bei dem Pinsel ist es praktischer. Der hat hier so eine kleine Einwölbung. Das ist ja eher so ein Kosmetikpinsel. Aber der tut das genauso. So, jetzt kann man das so machen. Das ist natürlich ein bisschen anders nochmal als wie mit Servietten. Ihr könnt den Kleber erst hier drauf geben. So. Und dann einmal die, jetzt wollte ich Serviette sagen, es ist keine Serviette, dann einmal die Teebeutel darüber geben.
Man kann auch so eine kleine Kante noch mit einarbeiten oder so. Oder wenn man dann sieht, ihr seht, hier hält das ein bisschen besser dran mit dem Kleber auch. Das ist so. Oder wenn ihr dann irgendwie seht, da fehlt noch was oder so an einer Ecke, kann man da gut einmal reintunken, dann bleibt das dran kleben. Okay, so. Und jetzt sieht man schon, es glänzt halt nicht mehr. Das ist eine Variante, die ich sehr, sehr cool finde. Und man hat halt am Ende noch so einen relativ coolen Effekt. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir den Hasen noch. Hier haben wir noch eine Alice. Und die zwei finde ich auch nicht schlecht. 7 auf jeden Fall. 10. 7. Oh, und dann nehmen wir hier hinten den anderen Joker. Gucken wir mal, da haben wir ein paar, ne? Haben wir 4, 4. So, bedeutet, lege ich mir die hier direkt auch wieder hin. Machen wir mal eben alle hier. Und die kleben halt ein bisschen blöd hier drauf. Aber das ist halt dem geschuldet, dass sie halt so diese glänzende Schicht haben. Wie gesagt, die möchte ich jetzt loswerden und das machen wir halt jetzt. Ich mag das tatsächlich nicht so gerne. Jetzt darf ich nicht so viel abreißen. Ungefähr hier so. Haut das hin. Haut hin. Kann ich dich dafür nutzen oder bist du... Naja, du bist ein bisschen lütt jetzt, ne, an den Seiten hier. Kriege ich das dann noch auseinander? Dann können wir dich nutzen. So. Ach guck, das wird doch gehen. Legen wir das mal nach da oben. Dann nehme ich mir den Pinsel hier wieder. Verteile hier ein bisschen was drauf. So. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel geworden, ne? Aber auch nur ein bisschen vielleicht. So. Und das sind natürlich einfach so Vorarbeiten, die stattfinden müssen, bevor ich an mein Album endlich dran kann. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte das Alice-Album erst machen oder anfangen, wenn ich wieder eine Nähmaschine habe. Und die habe ich ja jetzt wieder. Also kann ich damit starten. Aber das ist ein viel, viel längeres Projekt. Das dauert eine ganze Weile. Aber so ein paar Kleinigkeiten können wir schon mal machen. Okay, Hasi hat auch ein bisschen Farbe bekommen. Wirkt jetzt auch ein bisschen noch älter. Ich meine, die Karten haben ja eh schon den Effekt. So ein bisschen. Aber dadurch wirkt das Ganze, also finde ich zumindest, ist noch mal cooler. So. Hier gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen was. Ich lasse euch das mal jetzt im Schnelldurchlauf laufen. Für mich ist es der nächste Tag, für euch ist es dasselbe Video und da sind die Karten. Sie sind fertig, ich habe sie schon abgelöst, damit ich hier gleich direkt weitermachen kann, habe ich mir das schon mal wieder sauber gemacht. Ja, und ich will euch natürlich das Ergebnis auch zeigen und für mich ist halt noch die Frage, die Rückseite und die muss ich auf jeden Fall auch machen, die kann so definitiv nicht beim Moment, einer war noch feucht, der hier, der ist deswegen noch feucht, weil die Ecke hier oben nicht richtig angeklebt worden ist von mir. Da war ich selber schuld. Habe ich natürlich jetzt reingebappt. Den lege ich mir zur Seite. Den kann ich erst später machen. Aber die anderen, da können wir schon mal dran weiterarbeiten. Ja, jetzt kann man natürlich sich überlegen, was möchte ich damit machen. Letztlich kann ich es noch nicht komplett ausarbeiten. Aber was ich auf jeden Fall immer schon mal mache, ist natürlich der Rand ab. Den braucht man nicht und das Schöne daran ist einfach, den kann man ganz normal herabreißen,
Das ist also kein großer Zauber. Ganz normal hier einmal so rumrum. Ist auch jetzt nicht irgendwie besonders schwierig oder so. Also das geht relativ easy, haben wir das auch schon mal. Und ja, ich finde, wie gesagt, den Effekt sehr schön und ich bin diesen Glanz los von der Karte, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Wir ziehen mal die hier noch ab. Die anderen lasse ich noch, das mache ich dann später. So, und das hier hebe ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf. Also, nee. Ja, jetzt habe ich natürlich hier diesen Rand. Prinzipiell würde ich es jetzt so machen und das mache ich gleich auch so. Ich würde da jetzt erstmal nur nichts machen, weil ich ja die Rückseite noch bearbeite. Aber ich möchte es euch zeigen, weil sonst würde dieses Video für mich jetzt über 3 bis 4 Tage gehen. Und das muss ja nicht. Das ist ja jetzt gleich selbsterklärend. Und zwar, ich mache dasselbe gleich nochmal auf der Rückseite mit den Teebeutelchen. Allerdings ist es so, wenn ich dann fertig bin, ziehe ich die Rückseite natürlich auch diese Kante ab und dann habe ich das hier so schubbelig. Kann man lassen, wenn man möchte, oder man kann das einfach mit so einem Schleifschwamm machen. Man geht dann, ich weiß nicht jeder mag dieses Geräusch, aber man geht dann hier einfach so an der Kante entlang und dann ist das auch weg. Wenn einem da noch was stört, eben drüber. Wenn man das ein bisschen länger macht mit so einem Schwamm, bekommt man auch nochmal einen relativ coolen Look. Ich mache das mal hier. So. Ihr könnt auch einmal quer übers Papier, aber das möchte ich jetzt noch nicht machen. Und da muss man halt selber immer schauen, wie man das machen möchte. Das kann ich erst machen oder entscheiden, wenn das soweit ist. Ja, und dann würde ich halt einfach nur noch hingehen und natürlich die Kante distressen, damit das auch farblich alles so ein bisschen zusammenpasst. Sonst passt es natürlich nicht, ne? Dann hier nochmal entlang. Machen wir mal eine Karte zusammen. Könnt das auch so ein bisschen einreißen oder so, sodass man halt einfach so einen schönen alten Look hinbekommt. Ich finde, das ist immer noch eine schöne Variante. Es gibt ja noch, Moment, dieses wunderbare Tool. Das feiere ich auch sehr, aber ich möchte diese Karte jetzt halt, also weil man dann wirklich sehr stark, deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Ich habe ein Beispielpapier hier. Wenn man das dann hier zum Beispiel aufhaut, Raut ist das dann von, also das ist weitaus extremer. Hat auch einen coolen Look. Wäre mir jetzt aber gerade aktuell, es kann sein, dass sich das vielleicht noch ändert, aber gerade aktuell wäre mir das einfach zu krass bei der Karte. Hier. Und wie gesagt, wenn die Karte dann auch von hinten beklebt wäre, würde ich auch erst das Stressen, würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ich möchte es euch ja erstmal zeigen. So, wenn man will, kann man hier vorne auch nochmal so ein bisschen, aber das braucht man eigentlich gar nicht mehr. Je nachdem natürlich, wie intensiv die Teebeutel gefärbt sind und welche Art von Teebeutel man da am Ende hat. Ja, so sieht diese Karte jetzt am Ende aus. Ich hole euch einfach mal näher. So, da habe ich euch. Und ich finde den Effekt wirklich wunderschön. Hier sehen wir das nochmal. Oh, vielleicht richtig rum. Hier sehen wir das Ganze nochmal, wenn das erst gerade abgerissen ist. Ich zeige euch nochmal so eine Karte, wenn das da alles noch so drum ist. Auch das kann cool aussehen, je nachdem, wo man das dann natürlich verwenden möchte. Aber wie gesagt, ich wollte euch das einmal zeigen. Ich mag diesen Effekt sehr gerne. Und da mir die Karten einfach, auch da nehme ich nochmal, damit wir vielleicht auch den Unterschied einfach sehen, nehmen wir nochmal eine originale, wie sie eigentlich, kleben sogar zwei zusammen. So, machen wir es so, wie die originale eigentlich aussieht. Habe ich noch irgendwas mit einem Bild? Haben wir auch, kriege ich 4 da rein, die 3 sind so die höchste, also machen wir das einmal so. So ist das Original, so sieht es jetzt aus. Und das Ganze einfach mal zum Vergleich mit einem Bild, also so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, die sind schon so ein bisschen auf alt gemacht, die Karten. Ich mag sie unheimlich gerne, ich finde die Bilder daraus super, das sind halt auch die Originalbilder. Nur der Punkt ist dieses Glänzende und das hat mich unheimlich gestört. Es gibt auch noch die Möglichkeit, mit Mattmedium drüber zu gehen. Ich habe das da hinten stehen. Das wäre das hier. Das gibt es auch noch, so dass man halt die Farbe und alles genau so erhält. Also es bleibt alles so, wie es ist, nur dieser Glanz geht so ein bisschen weg an der Stelle. Aber so sollte es werden, so habe ich es mir vorgestellt. Ich finde es unheimlich cool. Und das mache ich jetzt mit
allen anderen Karten auch noch. Das heißt, das ist eine schöne lange Beschäftigung. Aber wie gesagt, das ist das Ergebnis. Darauf ziele ich ab. Und das kommt irgendwann mal in das Alice-Album, wenn es denn soweit ist. Okay, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.